ze dit zien, die Zeichnung, die Zeichnung, die er hier an der Wand sieht, ist das Resultat von einem geometrisch-intuitiven Spaziergang. Und zwar auf dem Thema 12. April 1878 bis 25. Dezember 1956. Das sind die beiden Lebenseckdaten von Robert Walser. Er ist auf die Welt gekommen im 78. Er ist gegangen im 56. und er ist 78-jährig geworden. Meine Art, Zahlen, die an sich wenig aussagen bis gar nichts, so in die Nähe und in Bezug zueinander zu setzen, dass geometrische Formen entstehen. Und so ist mir schon seit mancher Zeit und immer wieder gelungen, mit einer entsprechenden Intuition und Übung Zahlen umzusetzen und Geometrie zu reden. So wie wir es bei der Musik haben, wo man verschiedene Töne von verschiedenen Intervallen miteinander kombiniert und daraus entstehen Harmonien, Disharmonien, Symphonien. Es entsteht unglaublich viel. Auch hier geht es um die Schönheit von der geometrischen Darstellung und nicht um das Prinzip, um das nur mehr praktisch-mathematische Prinzip, wie man das konstruiert hat. Aber dennoch, das Hommage an Robert Walser möchte ich euch Schritt für Schritt in der Entstehung zeigen. Der erste Schritt ist die Auflösung der Daten in Einzelzahlen. Und das gibt mir das Verhältnis 4 zu 6 zu 6. Und hier 10 zu 10 zu 3 zu 6. Die Zahlen kann man jetzt wieder vergessen. Es geht darum, dass sie eine Form ergeben. Wir haben das Spitzendreieck, das für die Geburt, für den Geburtstag steht. Und wir haben das, den Rhomboid, der für den Abgang steht. Wenn ich die rote Linie ziehe, Diagonale zwischen Tiefpunkt und Höhepunkt und Höhepunkt und Tiefpunkt, wenn also die beiden Daten diagonal miteinander verknüpfen, hier rot, dann gibt es mir einen Mittelpunkt. Um diesen Mittelpunkt habe ich einen Kreis mit dem Radius 10 gezogen. Und jetzt ist Erstaunliches rausgekommen. Schon gerade in dieser Phase ist das Erstaunliche über mich gekommen, zu mir gekommen, mir zu fallen, hat mich berührt. 6, wo prominente Grundzahl ist in dieser Darstellung, ist gleichzeitig die Seitenlänge von einem Zehneck in diesem grossen gelben Kreis. Da oben ist etwas unpräzise. Das muss so sein, weil es ist ja Intuition. Und offenbar hat die Intuition schon ganz am Anfang eingesetzt. Sie hat mich nämlich veranlasst, ohne dass ich es bewusst gemerkt habe, die Basislinie 3 mm zu hoch einzuzeichnen. So ist der Kreis, der sich nachher ergeben hat, eben auch ein bisschen zu hoch gewesen. Und der Zenit des Kreises ist da außerhalb der Quadratur. Und dort, in diesem Schnittpunkt, gibt es eine Öffnung. Und das, denke ich, so charakteristisch für das Leben auch von Robert Walser. Es gibt ein Leben nach außen gerichtet, sagen wir, das geburtsorientierte Leben, kommen in die Welt. Und nachher gibt es eine ganz lange Phase von Introversion, einsamen, traurigen, manchmal fröhlichen Spaziergängen. Das habe ich dargestellt, indem ich die Punkte, die das Zehneck, Quadratur
oder das rektangulären Verlat, habe ich angezogen und verbunden, gelb hier in einen Strahl, in den Zenit, ins Fundament von diesem Zehneck. Und das hat jetzt das Wunderbare, das Einfallende gegeben. Das zeigt jetzt, dass die Ruptur ist offensichtlich eine Gnade, vielleicht kann man sogar sagen, eine Öffnung ins Unermessliche. Und das ist wiederum für mich eine Charakteristik von Robert Walser, dass das Unermessliche in beinahe pedantisch anmutende Details geholt hat. Und durch uns Leser wird das Unermessliche in unseren Denkvorgängen wieder befreit. Und genau dort liegt die Schwierigkeit, die ich hatte am Anfang von meinem Leben mit der Literatur, mit Robert Walser, weil er ist mir zu wenig abstrakt gewesen. Er hat zu viel eingeladen, für sich in Welten hineinzuträumen, in die Individualität, ins individuelle Erlebnis. Ich bin hochgeschult worden in einem abstrakten Begriffssystem, wo man alles hat müssen wissen und wissen und nochmal wissen. Und wenn man es falsch gewusst hat, ist man schon verurteilt worden. Darum ist das für mich in die zweite Lebenshälfte eine Offenbarung gewesen, für Robert Walser zu entdecken und zu merken, genau die Öffnung, genau das Unpräzise, dort, wo das Akademische nicht aufgeht, wo es schlechte Noten gegeben hat im Gimmer, genau dort fällt der unglaubliche Lichtstrahl bis in Nadir, in Nadir von seinem vollendeten Zeig. Das andere ist, das Dreieck von Geburt ist ganz eingeschlossen in das Zeig, steht buchstäblich genau zwischen der Ruptur und dem Anfang. Und der Epitaph oder das Mahnmal, das Todesmahl, ragt raus aus dem Zeig, öffnet nach einer neuen Perspektive. Interessanterweise haben wir auch hier mit der grünen Linie eine genaue, exakte halbe, die außen ist vom Zeig und eine halbe, die innen ist im Zeig und gleichzeitig die Höhe vom Zeig, vom Monument, vom Todestag umschreibt. Und so mache ich meine Spaziergänge in der intuitiven Geometrie. Ich fange an mit einer Zahl, nehme eine zweite, dritte. Ich nehme Buchstaben, ich nehme zum Beispiel Vorliebe in das hebräische Alphabet und kann dort ganze Begriffe, ganze Sätze, Abhandlungen von der Tora in geometrische Blumengärten verwandeln. Und das ist doch etwas Wunderbares, das dürfen zu erleben. Und sogar hier im Monument für Robert Walser, hier als Hommage an Robert Walser mitzuteilen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.